Der Streit um den Kohlefaserhersteller SGL Carbon spitzt sich erneut zu. BMW will Medienberichten zufolge den Kohlefaserhersteller komplett übernehmen, um damit VW an die Seite zu drängen. Darüber wollen wir heute sprechen mit Uwe Broksch von der Dialog Vermögensmanagement. Herr Broksch, die sich bis heute am meisten freuen, sind die Aktionäre von SGL Carbon, oder? Ja, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, in dem Fall die Aktionäre. Wir haben den höchsten Stand von SGL Carbon seit August 2008, haben ein neues Kaufsignal, zumindest kurzfristig generiert, indem wir über die 40er Marke drüber gesprungen sind. Und es scheint ja durchaus ernst zu sein, dass vielleicht auch noch höhere Kurse bei einer Komplettübernahme zustande kommen. Wer hat bei den beiden deutschen Automobilriesen eigentlich die besseren Karten in einem potenziellen Übernahmestreit? Im Grunde genommen wird es auf eine Pattsituation hinauslaufen. Auf der einen Seite haben wir BMW zusammen mit der Hauptaktionärin, der Frau Klatten, die ja auch BMW als Hauptaktionärin da ist. Und die hat mit ihrer Beteiligungsgesellschaft Scion ja bereits eine Sperrminorität bei SGL Carbon. Dann haben wir eben VW, die im Moment ca. 8% halten. Und wir haben noch den Heidenheimer Maschinenbauer Voith, die auch 9% halten. Und da könnte es doch durchaus sein, dass sich auch VW vielleicht mit Voith zusammentut und dort eine 25%ige Sperrminorität sich noch sichert. Und dann könnten sich die beiden Automobilhersteller gegenseitig unter Umständen auch blockieren. Erstaunlicherweise notierten sowohl die BMW-Aktie als auch die VW-Aktie heute Morgen noch im Plus. Worauf ist das zurückzuführen? Gut, bei BMW ging es ganz klar um die Überlegung, sich die Zugriffsrechte auf eine Technologie, auf eine wichtige Technologie, also sprich den Leichtbau im Automobilbau, zu sichern. Bei VW spielt vermutlich auch noch der Streit mit Suzuki eine Rolle, wo man ja doch wieder aufeinander zugehen möchte. Und Suzuki hat für die VW-Strategie natürlich auch eine besondere Bedeutung, um wirklich die Nummer 1 in der Welt zu werden. Ist Suzuki ein ganz wichtiger Stützpfeiler in Asien. Die deutschen Automobilwerte insgesamt konnten in den letzten Wochen wieder deutlich zulegen. Wie schätzen Sie die weiteren Aussichten für Daimler und Co. ein? Fundamental geht es den deutschen Automobilherstellern ganz ausgezeichnet. Die Ergebnisse für das laufende Jahr sind meines Erachtens bereits in trockenen Tüchern. Auch für nächstes Jahr sollte, selbst wenn die Konjunktur nicht ganz so gut laufen sollte in der Welt, den großen Automobilbauern keine großen Risiken in die Bilanz reinwandern, weil die doch wesentlich besser aufgestellt sind als noch im Jahr 2008 oder 2009. Man darf nicht vergessen, die Automobilwerte im DAX sind sehr sensibel auf Marktdaten und es wird trotz allen positiven fundamentalen Aussichten natürlich zu starken Kursbewegungen kommen, wenn es irgendwo schlechte Nachrichten von der Konjunktur gibt oder der ein oder andere Hersteller mal schwache Absatzzahlen oder schwächer als gedachte Absatzzahlen verkünden wird. Und es werden aber gleichzeitig natürlich auch Chancen, auch wieder einen Einstieg zu suchen. Uwe Broksch zum möglichen Übernahmestreit bei SGL Carbon. Allerbesten Dank für das Gespräch.